Die nächste am Start ist Franzi auf den Platten und sie wurde hier vor 6 Jahren Dritte. Ist jetzt viel mehr geholt beim ersten Tor schon. Auf der Innenschiene. Ja, sie liegt fast ein bisschen zu viel rein im oberen Teil. Jetzt ist viel Tempo nimmt sie damit. Genau, und den Ski schön fein herstellen. Man muss sehr aerodynamisch sein. Und gleich muss man eben immer wieder leicht auf der Kante stehen, weil auch dort im Flachen hängt das Gelände leicht. .52 Hundertstelsekunden leider der etwas grosse Rückstand am Ende des Flachstückes. Oh, über die Welle, Druck auf der Welle drauf, das war nicht optimal gewesen. Jetzt muss sie aktiv werden, jetzt muss sie schaffen. Da durch die Schläufer gut passiert. Wie geht das Doppel nach rechts? Ah, schon einen weiten Bauch gefahren. Und jetzt doch haben wir wirklich Tempo bolzen. Jetzt gefällt es mir besser. Und der Rückstand ist nur noch minimal. Franzi auf den Platten gegen Johanna Schnarf. Und das kann man da unten raus noch knacken. Kommt hoch rein. Bisschen zusammengestaucht da. Aber ja, letztlich 78 Hundertstel Sekunden. Ja, ist das möglich? 18 Sekunden. Auf so kurzer Distanz. Franzi auf den Platten auf jeden Fall weit voraus. Und man sieht, glaube ich, sie ist auspumpt. Quelques petites poussières de seconde là par l'une ou l'autre concurrente. Oh là 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 là, ouais ouais là. Elle a posé un vrai travers sur cette première, ce premier gros virage, cette double épingle à cheveux là qui est très très difficile. Et puis dans la deuxième, ça tape énormément, vous le constatez. Und jetzt zählt auch, dass man das ungute Gefühl in dem Klammerstich, wo sich wird einfach ergeben. Dass man das probiert, so schnell wie möglich wegzustecken und auch zu akzeptieren. Probiert ganz hoch zu bleiben im ersten Tor. Gelingt die beste Linie. Die Frage ist, kommt sie sofort auch wieder auf Tempo in der Traverse? Tempo ist gut, Rückstand auf Fischbacher minimal. Jetzt gleiten können, einen schnellen Ski haben. Das sind die Fähigkeiten, die gefragt sind auf diesem Abschnitt. Man muss den Ski richtig können schwimmen lassen und nur ganz leichte Richtungsänderungen machen. Nächster Vergleich. Fabian Sutter, 33 Hundertstel voraus. Gut gemacht. Ganz gut das Polster hergelegt. Jetzt muss sie den Licht aufmachen. Nein, ich kann durchziehen. Mit dem Glam Mikko nach vorne arbeiten. Hopp, hopp. Jawohl, gut gemacht. Probiert ein bisschen enger zu gehen, würde das weiter raustreiben. Hoffentlich verwünsche ich das Tor. Gerade noch aufgegangen. Nächster Vergleich. Eine Zehntelsekunde noch. Das hat gepasst. Sehr gut auf die Zugtüren gekommen. Jetzt aber wieder, das geht fast nicht mehr auf. Ein großer Umweg, ja. 42 Hundertstel, immer noch der Vorsprung, aber sicher weniger Tempo hier. Ja, hat natürlich gerade nach der Mitzwischenzeit hat's eine leichte Fläche. Eine mutige Fahrt von Fabian Sutter, hat alles versucht, alles riskiert und übernimmt die Führung mit 34 Hundertstel Sekunden. Wow. Andrea Fischbacher, ça c'est un vrai exploit. Lorsqu'on la voit là, on se dit que c'est terminé. Effectivement, elle a bien réussi à laisser aller ses skis. On a quand même l'impression qu'elle a perdu un tout petit peu de vitesse. Elle est pratiquement debout à un moment donné. Mais bon, elle prend la tête avec 34 centièmes. C'est tout bénef, hein. Tout va bien. Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Swiss Ski, der gleich analysieren wird, wie groß die Anstrengung war bei Fabian Sutter auf dieser Strecke. Und ich bin ziemlich sicher, sie war groß. Ja, es ist sicher, lokal im Körper hat man hohe Laktatwerte. Oh, mein Kuh so tief geraten. Und natürlich das im zweiten Tor auch wieder tief.
hat sich extrem viel vorgenommen heute. Hat so lange besichtigt, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Mancuso Ender, der eine hohe Hockeyposition fährt und auch relativ eine breite Beistellung. Jetzt hat er einen kurzen Ski weggezogen. Das passiert natürlich auch, die Ski tut sich ein bisschen wegziehen, weil man probiert, den Ski richtig schwimmen lassen. Aber auch für sie ganz gut über das lange Flachstück durchkommen. Jetzt da ist ähnlich ein Super-G-Bereich rein. Ganz früh fertig geworden, der Schwung. Super gelöst von Mancuso. Eine halbe Sekunde Vorsprung. Da auch ähnliche Linie wie Fabian Sutter, voll auf Zug, weit draußen gewesen, aber voll auf Zug. Jetzt verschlägt er den Ski. Nächster Vergleich, Mancuso gegen Sutter und es ist noch eine Zehntelsekunde. Ja, und jetzt ist eben schade, der Fehler, den dort Fabian Sutter gerade eingebaut hat. Der könnte ihr jetzt zum Verhängnis werden. Tief geraten hier, da ist im Training gar nicht mehr gefahren, hat extra abgebremst, extrem früh und trotzdem 34 Hundertstel Vorsprung. Julia Mancuso devant Fabien Sutter et Elena Fanchini, 4e Andrea Fischbacher, 5e Anna Fenninger, 6e Frenzy of den Blatten. Julia Mancuso, elle n'est jamais battue. Elle prend la tête devant Fabien Sutter. Et l'on attend Lara Gut, Lynn Seven, Tina Mazet, Dominique Guizine et la toujours très très dangereuse Elisabeth Görgel. Allez, Lara, il faut qu'elle termine comme il faut qu'elle nous prouve maintenant qu'elle est dans le coup. Une Lara Gut qui est sortie, bon c'était du slalom évidemment, hein, mais elle est sortie en Super G à Beaver Creek, ça a fait du mal. Parce qu'elle était parfaitement dans le coup, elle tendait parfaitement ses trajectoires, elle a été vraiment au-delà de la limite, il faut qu'elle skie à la limite. Lara Gut, on se souvient de l'année dernière à Altenmarkt où elle gagnait avec pratiquement 2 secondes d'avance sur Lynn Seven. Et là, pour se remettre en selle, pour se remettre en confiance quand même, parce que même si ce n'est pas sa discipline numéro 1, de loin pas, ouh là 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 là, mais c'est pas possible, elle est déjà à 1,31, elle n'avance pas là, elle n'a pas avancé du tout sur le plat. Et ça, c'est rédhibitoire, hein. Ça va quand même lui donner un tout petit peu de soucis à Lara Gut, elle n'y est pas là. Et on le disait, même si le slalom c'est moins important, beaucoup moins évidemment, ça rentre pas dans ses objectifs véritablement, mis à part pour les super combinés. 1,59, ça va pas mieux. C'est quand même, pour le moral, c'est quand même de sortir comme ça à répétition, c'est quand même pas très très bon. Elle est sortie 1, 2, 3, 4, 5 fois de suite pratiquement, 1,53. Ouais, 1,53 dans les temps de Marion Roland, de Johanna Schnarf, ça veut dire vraiment en deuxième rideau et ça lui correspond pas. Où est-ce qu'elle va là? Et c'est que ça lui correspond pas du tout à Lara Gut. Oh là là là, 1 seconde 7. Elle est 8e derrière Marion Roland, mais à une demi-seconde d'une Frenzy of den Blatten, par exemple. Là, rien qui a fonctionné là pour Lara Gut. Et malheureusement, ça devient quand même une certaine habitude. Hein. Il faudra vraiment qu'elle puisse nous en taper une ou deux là. On espère demain en Super G pour qu'elle puisse revenir au niveau du moral dans de meilleures prédispositions, dans de meilleures dispositions. Attention à Linz. Hier, Linz Yvonne. Sagt jeder Charakter von jeder Abfahrtsstrecke zu. Egal ob eisig oder weich, ob träge oder nicht, sie kann ganz einfach alles am besten. Und das ist halt dann für mich der absolute Star. Der Könner oder die Könnerin. Oh, rutscht weg! Aber das Rennen ist dann noch nicht verloren.
Wie viel A Zeit und B Tempo hat das gekostet? Ha, Tempomessung ist hier einigermaßen wieder dabei. Aber vielleicht hat es jetzt im Kopf einen Schalter, der umleitet und sagt, ja du, in dem Fall gehe ich mehr an mein Limit her. Hat den Trainingslauf hier in bester Skilehrerinnen-Manier bestritten, völlig nicht aussagekräftig, was sie dort erreicht hat. Ja, nur noch 42 Hundertstel. Ja, und das kann man dann da unten raus gut machen, ohne Problem. So oder so eine Athletin mit Lindsay Vonn. Überdreht. Noch ein Fehler. Ja, und dann radikal reingeschnitten. Jetzt kommt das Tempo hoch bei ihr. Noch einer. Probiert auch eng her. Absolut. Die anderen sind alle über die blaue Linie gekommen. Wie wirkt sich jetzt das aus? Mal aus dem Gleichgewicht draussen. Und trotzdem nur 24 Hundertstel Rückstand. Und das kann man absolut unten gut machen. Wenn sie jetzt probiert hoch bleiben, auch noch mit Toki. Ja, aber noch einmal tief. Aber kommt mit viel Schwung da noch ins Ziel rein. Aber es reicht nicht. Lindsay Vonn ist geschlagen von Giulia Mancuso und von Fabien Sutter. Tina Maze je ogromno časa izgubila na drsalnem delu, od česar si ni več opomogla in končala na 18. mestu. Tina Maze odličnih dosežkov slaloma ni prenesla na smuk. Tako kot pred dobrim mesecem dni v Lake Louisu ni bila konkurenčna in le upamo lahko, da bo jutri na super vele slalomu, kar je manj od pričakovanega, a vseeno ni najboljši smukaški dosežek sezone. Congratulations from Lindsay Vonn. The Austrians won't rest until the world champions had her say. Elizabeth Gergel's run is coming up shortly. But before her, it'll be number 21, Dominique Gisin from Switzerland. Through the start, just about as good as anybody we've seen so far, Dominique Gisin. That really is a tough way to begin downhill number three, and she's just about equal to Giulia Mancuso's pace at the top, 0.06 of a second behind. Speed through the gun, not as good. 96.4 for Mancuso, 92 and a bit for Gisin. Comes from Engelberg. Third and fifth in the two previous downhills this season. So she comes in with some good downhill form. 0.69, it's respectable from Dominique Gisin. And if she gets the racing line, absolutely spot on from this section downwards, then anything's possible. That was a nice smooth arc. And the transition from right foot to left foot was very solid. Gisin keeping herself in contention here. 0.97. There's still room within the top six, who are divided by just over a second. Gisin living dangerously. Almost did an old-fashioned, old-school freestyle spread eagle as she came off that roller. But she's finding a little bit of time. It's been red all the way, but it's within 3/4 of a second of Mancuso's lead here in Bad Kleinkirchheim. The Austrians starting to anticipate Elizabeth Gergel. In the meantime, Dominique Gisin has gone fit for Switzerland. Good run from her. But now all attention to the top of the course. The world downhill champion, Lizzie Gergel, is next to race. This was the acrobatics from Gisin. Terrific recovery. Österreichs Hoffnungen auf ein Podest ruhen also auf den Schultern der Weltmeisterin Elisabeth Gergel. Und wieder aber. Was
was einem bei ihr auffällt, wenn man uns achtet bei ihrer Fahrt, sie probiert die Arme auch hier in der Hockey sehr weit nach vorne zu heben. Sieht man ganz gut. Also den Körperschwerpunkt damit nach vorne zu bringen. Verlegen, jawohl. Und oft ist es auch, ein Athlet sagt sich das auch, ich muss meine Arme nach vorne bringen. Dann stehe ich wahrscheinlich zentral auf dem Ski. Sollte ich zumindest. 1200. Nur der Rückstand auf Mancuso. Das wird jetzt ein heißes Duell in diesem technisch so anspruchsvollen Streckenteil, der jetzt vorliegt. Oh, 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 die Schwungfahrt sind radikal. Stellt der Ski mit viel mehr Konsequenz her. Technisch eine Spur besser wie Mancuso. Jetzt ist sie voraus. Weit gehabt, aber gleich super durchgekauft. Perfekt vom Körper. Knick her. Das passt alles bei Görgel. Jetzt sind es 33 Hundertstel. Da liegt ein bisschen Schwung abgestochen. Über die Thermenkante rein. Ui, aber das ist gut. Elisabeth Görgel, 16 Hundertstel voraus. Première descente. Elle avait gagné le Super G de Lake Louise, voici deux saisons. Et là, il est bien possible qu'elle remporte sa première victoire. Elle sort Lynn Seven du podium. Görgel, Mancuso, Suter, Von, 5e Elena Fanchini, 6e Dominique Gysin, 9e Frenzy of den Blatten, 11e Lara Gut. Pour l'instant, en tout cas, il y a encore de jolis numéros à suivre, avec notamment Lotte Smizet Seierstedt, qui fait un peu peur à tout le monde, la petite Norvégienne, là. Et puis Tina Weirater. On se retrouve.